Noten aus der Hand des Meisters. Gehütete Schätze des Bach-Archivs, denn sie sind extrem selten. Meist sind die Werke von Johann Sebastian Bach nämlich nur in Abschriften überliefert. Die Hand und die Notenschrift Bachs und seines Umfelds zu erkennen und zu analysieren, sind wichtige Kernkompetenzen des Bach-Archivs in Leipzig. Diese sind auch sehr wichtig bei der Untersuchung der Neufunde im Umfeld des Matrikelbuchs, denn oft sind Schriftstücke oder Noten weder signiert noch datiert. Moderne Technik und viel Erfahrung hilft bei dieser kleinteiligen Suche. Das Scannen der Originale ist eine Grundvoraussetzung für die vernetzte Recherche. Mit den elektronischen Daten können die Fachleute arbeiten, ohne jedes Mal in die Tiefen des Archivs steigen zu müssen. Wasserzeichen, der Fingerabdruck des Papiers, auf dem geschrieben und komponiert wurde. In einer Datenbank sind alle erdenklichen Symbole gespeichert. Mit Speziallampen werden die versteckten Zeichen sichtbar gemacht und dann fotografiert. Für Michael Maul ist die Wasserzeichenanalyse ein unverzichtbares Werkzeug bei den Recherchen zu Bach und seinen Thomanern. Die Wasserzeichen sind immer ganz wichtig, wenn man A wissen will, wo ein Brief herkommt, wo er zu lokalisieren ist, B aus welcher Zeit. Jeder größere Ort hatte nämlich seine eigene Papiermanufaktur und deren Zeichen variieren oft von Jahr zu Jahr. Da heißt es genau hinschauen. Das gehört aber zu unserem Rüstzeug dazu. Also gerade bei Bach-Autografen selbst, da ist das Wasserzeichen ganz wichtig, um auch hinzugehen und die Werke genauer zu datieren. Das Denkmal des großen Meisters blickt direkt auf das Bach-Archiv, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die weißen Flecken in der Biografie des Thomaskantors zu erforschen. Mit modernsten Methoden wird hinter diesen Fenstern daran gearbeitet, Dokumente, Briefe und Noten zu bestimmen, zu datieren und in den Lebenszusammenhang von Johann Sebastian Bach zu setzen. Die aufwendige Puzzlearbeit ist notwendig, weil schriftliches, wie zum Beispiel persönliche Korrespondenz von Bachs Hand, nur sehr spärlich der Nachwelt überliefert ist. Von keinem großen Komponisten wissen wir so wenig wie von Bach. Den Mann hinter der Musik aufzuspüren, bedarf auch der genauen Analyse seiner Werke. Denn Bach spricht zu uns am deutlichsten durch seine Musik, ist sich Archivdirektor Peter Wollny sicher. Deshalb sind auch Bearbeitungsspuren in den Partituren für den Experten sehr aufschlussreich. Melodien und Motive wurden wiederverwendet, zum Teil ganze Stücke. Zumindest einzelne Stücke, die irgendwie noch als modern genug galten, sind offenbar mehrfach gespielt worden. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet diese Kantate hier, die ganz besonders moderne Züge trägt, Spuren einer späteren Wiederaufführung trägt.